ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich total, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Denn heute möchte ich mit dir 10 Tipps teilen, wie du intuitiver in deinen Malprozess eintauchen kannst. Vielleicht hast du die Frage, was überhaupt intuitives Malen ist. Dann müsste man wahrscheinlich erst die Frage beantworten, was überhaupt Intuition ist. Das würde wahrscheinlich noch ein anderes Video benötigen. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du meine Meinung und meine Gedanken dazu gerne hören möchtest. Denn das ist wirklich ein großes Thema. Und ich bin der absoluten Meinung, dass Kunst sowieso immer ganz viel mit Intuition zu tun hat. Es gibt ja auch dieses große Wort Inspiration. Manche Künstler warten auf Inspiration. Andere sagen, Inspiration kommt nur durchs Tun. Ich denke, es ist eine Balance aus beiden. Und Inspiration hat ganz viel mit Intuition zu tun. Wie gesagt, wenn du zu diesem Thema mehr wissen möchtest, mehr hören möchtest, meine Gedanken dazu hören möchtest, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Heute geht es darum, wie du vor allen Dingen loslassen kannst im Malprozess, wie du dich leiten lassen kannst, wie du neugierig im Prozess bleiben kannst und wie du es schaffen kannst, den inneren Kritiker auszuschalten und mehr aus dem Herzen heraus, sage ich gerne, aus dem Bauch heraus, könntest du vielleicht auch sagen, malen kannst. Auf diese Art und Weise entstehen meiner Meinung nach die allerschönsten Bilder. Ich würde sagen, ich spüre es, ich kann es sehen, ob ein Bild wie verkrampft entstanden ist, also ganz aus dem Ergebnisorientierten heraus entstanden ist. Oder ob ein Maler ein Bild in Verbindung mit sich selbst und seiner Intuition gemalt hat. Dann wird nämlich Malen zu einem Prozess fast wie Atmen, wenn ich mal Leonie Wandowski zitieren darf aus unserem Gespräch letztens. Das verlinke ich mal da oben, das Gespräch. Und da hat Leonie ganz schön gesagt, Malen ist nämlich wie Atmen. Und ich denke, ein Malprozess in Verbindung ist immer wie Atmen. Es ist das Einatmen und das Ausatmen ist die Verbindung mit deinem Herzen und vielleicht noch mit etwas anderem, mit etwas Höherem, mit etwas, was du gar nicht so genau greifen kannst. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Ich steige mal ein und gebe dir die 10 angekündigten Tipps, wie dir das gelingt, in so einen Prozess einzutauchen. Tipp Nummer 1. Sei mutig. Lass es zu, dass auch Fehler passieren können, in Anführungsstrichen. Und mach dich vertraut mit dem Gedanken, dass es aber auch gleichzeitig kein richtig und kein falsch gibt. Alles, was du tust auf dem Blatt, ist richtig oder auf der Leinwand. Alles ist okay und alles gehört zu deinem Weg. Es ist wie im Leben. Immer wenn du im Leben hinfällst, bleibt dir ganz anderes übrig, als wieder aufzustehen und irgendwie weiterzugehen. Und irgendwann wird wie ein Gesamtkunstwerk aus allem. Und so ziehst du auch aus jedem Bild, das du malst, etwas raus. Du kannst aus jedem Bild etwas lernen, das du malst. Ganz, ganz unbewusst. Und manchmal auch ganz bewusst. Mutig sein bedeutet auch, Veränderung zuzulassen. Wenn du beginnst zu malen, kann es sein, dass es dir erstmal gelingt, ohne Vorstellung an die Sache heranzugehen. Aber je mehr entsteht auf dem Blatt, je mehr entsteht auf dem Bild, desto mehr kann es passieren, dass du schon Assoziationen bekommst, dass du eintauchst in das Bild, dass du in dir drin schon wie weiter fantasierst, in welche Richtung es gehen könnte. Aber lass es mal zu, dass es auch in eine ganz andere Richtung weitergehen könnte. Dass etwas ganz anderes entstehen könnte, als das, was du jetzt gerade noch denkst, weil das Bild ist klüger als du. Genau wie das Leben oft klüger ist als du. Vielleicht ist es dir schon mal passiert im Leben, dass dir etwas widerfahren ist und du hast erst gedacht, das ist ganz schrecklich und es ist nichts, was du gewollt hast. Und im Nachhinein hat sich es als genau das Richtige herausgestellt. Und so ähnlich ist es auch beim Malen, dass dich ein bisschen führen von dem Prozess. Tipp Nummer 2. Wahrscheinlich ist es dir schon aufgefallen, dass ich in die allermeisten Übungen und auch in die Art Soul Sessions und in den Art Soul Club gerne mit einer Meditation einsteige. Und das kannst du bei dir zu Hause natürlich auch für dich selber machen. Mir fällt es dadurch viel leichter, meinen Kopf auszuschalten, meinen inneren Kritiker ein bisschen stumm zu schalten und erstmal wie ganz neugierig in mich hineinzuschauen, ganz vorbehaltslos auch mit dem weißen Blatt zu starten, mit dem ersten Pinselstrich zu starten. Und ich mache das so, dass ich erstmal so eine kleine Atemübung mache, bei mir ankomme, zur Ruhe komme, deine kleine Imagination vielleicht anhängen, also eine kleine Traumreise oder einfach im Stillen bin und mal in mich hineinlausche,
welche Farben anwesend sind gerade, beziehungsweise welche Gefühle auch anwesend sind, welche Empfindungen. Und manchmal passiert es schon, dass wir so wie so Farbwolken innerlich entstehen oder Farben und Formen. Und von denen lasse ich mich dann leiten. Also ich versuche dann wie auf diese Farbwolke aufzuspringen als einen ersten Impuls und erstmal in dieses Gefühl oder in diese Farbigkeit einzutauchen als einen Start ins Bild. So startest du nicht ganz ins Leere hinein und kannst dich erstmal von diesem ersten Impuls leiten lassen. Wenn du in dieser Meditation nichts wahrnimmst, nichts siehst, dann kannst du auch trotzdem die Meditation nutzen, um zur Ruhe zu kommen, um deinen Kopf auszuschalten und erstmal, wenn du dann die Augen öffnest, in die Farbe tauchen mit dem Pinsel, von der du dich als allererst angezogen fühlst, nachdem du deine Augen geöffnet hast. Tipp Nummer 3. Lass dich leiten. Ich habe das gerade schon angedeutet, das Wort Impuls. Es ist total wichtig, dass du zwischendurch immer in dich hineinfühlst oder auch ganz unbewusst in dich hineinfühlst, während du malst, ganz unbewusst auch wahrnimmst, was für Impulse kommen. Ein Impuls ist was ganz Leises, etwas, was dich wie ein kleiner Schmetterling anfliegt und sofort wieder wegflattert. Und es ist total wichtig, darauf zu hören. Es ist wie eine leise innere Stimme. Es ist auch das, was man Intuition nennen könnte. Und es ist wichtig, dem nachzugehen. Es ist wie ein Impuls, ist wie ein Stromschlag. Wie ein kleiner Stromschlag, der durch deinen Körper fährt und der dir sagt, ja, das möchte ich jetzt gerade. Oder genau die Farbe muss an die Stelle des Bildes. Es gibt ja auch das Wort Impulskauf, wenn du durch die Stadt läufst und du siehst irgendwas und fühlst dich plötzlich davon angezogen und aus einer Laune heraus kaufst du es dir einfach. Und so ähnlich ist das auch beim Malen. Also du hast eigentlich den ganzen Tag ja immer wieder Impulse. Meistens lassen wir die einfach verfliegen, weil wir dann zu faul sind oder denken, wir haben keine Zeit, jetzt das zu machen, was unser Impuls uns gerade gesagt hat. All solche Sachen, also ein Impuls am Tag könnte zum Beispiel sein, wenn du ein Buch siehst, ein bestimmtes Buch im Regal und du hast auf einmal Lust, das zu lesen, das aufzuschlagen und darin zu lesen oder der Impuls, das Wohnzimmer umzustellen. So, es gibt Menschen, die sind total impulsiv und machen die Dinge dann sofort. Das kann auch sehr anstrengend sein, aber ich stelle es mir auch irgendwie toll vor, wenn man auf diese Art und Weise leben kann, weil das ist auch was recht Kindliches und wenn man das trotzdem irgendwie unter Kontrolle hat, ist es, glaube ich, super schön. Auf jeden Fall ist es beim Malen super wichtig, diese Impulse zu hören. Einfach weil sie meistens recht haben und dich in eine bestimmte Richtung lenken. Auf deinem Blatt. Und weil sie dir auch sagen, wenn es jetzt gerade nicht mehr weitergeht. Ein Impuls könnte zum Beispiel auch sein, wenn du plötzlich wie Wut empfindest dem Bild gegenüber, Frustration. Und du willst am liebsten alles übermalen, dann halt kurz inne, atme durch und spür mal, ob der Impuls immer noch da ist und dann darfst du ihm auch nachgehen. Geh mal dieses Abenteuer ein und sei mal so ein bisschen verrückt auf deinem Blatt oder auf deiner Leinwand. Tipp Nummer 4. Mache Pausen. Pausen sind so wichtig, weil in diesen Pausen sind die Momente der Inspiration, der Intuition. Das sind die Momente, wo ein Impuls plötzlich kommen kann, wenn du denkst, es geht gar nicht mehr weiter auf deinem Blatt. Es sind die Momente, wo du dich tragen lassen kannst von deinem Bild, von dem, was bereits entstanden ist, oder von der Leere und der Ruhe, die noch herrscht auf deinem Blatt. Es sind die Momente, wo du immer wieder zurückkommst, bei dir ankommst, innehältst, betrachtest. In diesen Pausen leg einfach den Pinsel zur Seite, atme durch, kannst einen kleinen Moment deine Augen schließen und auch gerne das Bild ein bisschen weiter wegstellen, dass du es mal betrachten kannst zwischendurch. Dich einfach mal ausruhen auf dem, was jetzt schon entstanden ist. Und auch stolz sein auf das, was jetzt schon entstanden ist. Das genießen, die Farben genießen, die bereits auf der Leinwand sind oder auf dem Blatt. Die Formen, die Motive. Tipp Nummer 5. Versuch mal, an mehreren Bildern gleichzeitig zu malen. 2 Stück reichen eigentlich. Leg sie nebeneinander oder
auch untereinander. Du kannst dir so zwei Holzstückchen, so ein bisschen erhöhte Balken, sagt man Balken? Ich weiß es nicht, wie nennt man das? Ja, wie so klein, also dass es so ein bisschen erhöht liegt, also dass du ein Blatt auf eine Platte spannst, eine Holzplatte, auf beiden Seiten, also dass zwei Blätter auf eine Holzplatte spannst, oben und unten, und dann diese Platte auf zwei Holzblöcke sozusagen legst. Und dann kannst du immer wieder umdrehen, dann wirst du auch nicht verwirrt durch das andere Bild, beziehungsweise nicht reizüberflutet, oder du bist dann immer fokussiert auf das eine Bild zur Zeit, aber du hast die Möglichkeit, immer wieder zu wechseln. Wenn du die Platte umdrehst, dann ist das erste Bild aus den Augen und aus dem Sinn und du kannst dich ganz auf das zweite fokussieren und andersrum halt auch, wenn du es umdrehst. Und das Ganze hat den Vorteil, dass du zwischendurch den Kopf freikriegst und dich mit etwas anderem beschäftigen kannst. Vor allen Dingen, wenn eins der Bilder wie eine Art Frustrationsmoment beinhält oder wenn du gerade an dem Punkt bist, wo es dir nicht gefällt, dann tut es total gut, ein so ein Bild zu haben, wo du ganz locker lassen kannst. Vielleicht ist das eine wie dein Hauptbild und das andere ist das Bild, wo du einfach deinen Frust rauslassen kannst, wo du einfach kritzeln kannst, wo du einfach den Pinsel übers Blatt fliegen lassen kannst, ohne dass irgendwas entsteht. Und hinterher sind sie meistens dann trotzdem gleichwertig. Das ist das Schöne daran. Es kann auch sein, dass sie die ganze Zeit schon gleichwertig sind. Und dann hat es einfach den Vorteil, dass du immer wieder Abstand bekommst zwischendurch. Tipp Nummer 6. Nimm den Anspruch raus. Beim intuitiven Malen ist es so wichtig, dass du nicht dich an den Tisch setzt, an deinen Maltisch setzt und direkt schon irgendwie die Idee hast, dass ein großes Kunstwerk entstehen muss. Oder dass du vielleicht irgendwelche Instagrammer im Kopf hast, die so tolle Bilder malen, oder irgendwelche anderen Menschen, die du aus deinem Umfeld kennst. Dass du nicht dich vergleichst beim Malen und im Prozess und vor allen Dingen auch nicht vor dem Prozess. Bleib bei dir und mach dir immer wieder bewusst, wie viele Blätter du hast. Kauf dir am besten einen richtig dicken Block. Es gibt im Künstlerbedarf von den Eigenmarken oft immer so ganz, ganz dicke Blöcke mit Aquarellpapier, mit festem Papier, festem Zeichenpapier oder auch Malpappen. Und besorg dir das einfach oder leg dir ganz viel Altpapier, grundiertes Altpapier zurecht. Wie gesagt, das mache ich auch immer gerne. Das liegt mir immer sehr am Herzen, dass man alte Sachen auch wiederverwendet. Mach dir das bewusst, mach dir zum Beispiel bewusst, wie voll deine Altpapiertonne ist. Und wenn du ein bisschen Grundierung auf diese Blätter machst, wie viel Malgründe du hast, wie viel, unendlich viel Papier es auch auf der Welt gibt und unendlich viel Farbe. Und mach dir bewusst, dass du immer wieder eine neue Chance hast, dass du immer wieder die Möglichkeit hast, von vorne anzufangen, dass dieses Bild, das du gerade malst, nicht verkauft werden muss und dein täglich Brot finanzieren muss, dass genau dieses eine Bild auch nicht irgendwo im Museum oder in der Galerie hängen muss, sondern dass es jetzt gerade nur um den Moment geht, dass es jetzt gerade nur darum geht, diesen Weg zu gehen mit diesem Bild, egal wo er dich hinführt. Und mal führt er wohin, mal führt er erstmal gefühlt nirgendwo hin, aber wie gesagt, jedes Bild bringt dich ein bisschen weiter mit deinem Prozess und in dir selbst. Egal, ob es in Anführungsstrichen etwas wird oder nicht. Egal, ob es an der Wand landet oder nicht. Egal, ob es ein Geburtstagsgeschenk für deine Mutter wird oder nicht. Weißt, was ich sagen will? Tipp Nummer 7. Tipp Nummer 7 hat viel auch mit Tipp Nummer 6 zu tun. Und zwar ist es super wichtig. Tipp Nummer 7 ist, hab Spaß an der Sache. Hab Freude dran. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel Spaß es gemacht hat, früher im Kindergarten oder in der Grundschule mit anderen Kindern zusammen am Maltisch zu sitzen und einfach drauf loszumalen? Einfach aus Freude am Tun? Und das ist jetzt immer noch genauso wichtig. Und wenn du kreativ tätig bist, wenn du malst, wenn du künstlerisch aktiv bist. Kunst hat auch immer viel damit zu tun, das innere Kind, das innere Sonnenkind sich zu bewahren und Freude am Tun zu haben. Natürlich gibt es auch Momente, wo es mal total frustrierend ist, wo vielleicht auch mal Gefühle hochkommen. Gerade wenn es so kunsttherapeutisch auch wird, wenn du wirklich ins Gefühle malen, ins Gefühle wahrnehmen gehst. Und darum geht es ja auch oft. Darum geht es ja auch in den Art Soul Clubs. Trotzdem ist es wichtig, neugierig zu bleiben und auch immer wieder Freude daran zu haben, denn das ist es, worum es ja letztendlich geht. Daraus schöpfst du ja deine Kraft. Es geht ja letztendlich immer um deine Ressourcen. Es geht ja nicht darum, dass du voll in den Schmerz gehst,
Das haben ganz viele Künstler gemacht und das ist nicht gut ausgegangen. Es hat auch nichts mit Kunsttherapie zu tun, weil viele ganz oft ja auch denken, Kunst machen bedeutet immer auch irgendwie Kunsttherapie, weil Kunst ist immer gleich sich mit seiner Innenwelt beschäftigen und das ist dann ja auch therapeutisch. Das stimmt aber nicht. Also du kannst dich da auch wirklich verrennen und wirklich in eine Spirale kommen deiner negativen Gefühle. Deswegen ist es total wichtig, das Ganze wirklich ressourcenorientiert zu machen. Das bedeutet, zu gucken, was macht dir Freude, was kannst du und wo sind deine Stärken und welche Farben und welche Materialien und welche Formen geben dir Freude am Tun, geben dir Entspannung, geben dir einfach Ausgelassenheit und helfen dir dabei, das Schöne zu sehen und deine Fähigkeiten zu sehen. Ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 8. Vertraue dem Prozess. Das habe ich ein bisschen auch schon bei Tipp 1 gesagt, sei mutig. Es ist total wichtig, dem Prozess zu vertrauen. Er führt dich immer irgendwo hin, egal wohin. Vertraue darauf, dass immer etwas entstehen wird. Auch wenn du das Gefühl hast, und das kommt jedes Mal, fast jedes Mal, wenn du malst, und das höre ich auch total oft, das ist eine der häufigsten Nachrichten, die ich so bekomme. Oh Gott, was ist, wenn mir das Bild gerade noch gefallen hat und dann habe ich mich für eine falsche Farbe entschieden, mich für den falschen Pinselstrich an der falschen Stelle entschieden. Wie gesagt, das gibt es nicht. Vertraue drauf, dass trotzdem was entsteht. Es gibt ja diesen Bob Ross, den kennst du bestimmt auch noch. Der hat immer von Happy Little Accidents geredet. Selbst wenn dir ein Wassertropfen auf dein Aquarell tropft oder du zu dick Farbe auf deinen Pinsel genommen hast und beim Rübergehen an die Stelle, an die du hin möchtest, klatscht dir Farbe auf dein Bild. Nimm es als einen Schicksalsmoment. Wie im Leben. Du musst im Leben ja auch kreativ sein, wenn dir irgendwas passiert, was nicht geplant ist. Es passieren immer Dinge, die nicht geplant sind. Und versuch es als Geschenk des Universums zu nehmen. Auch wenn du es als Fehlentscheidung interpretierst. Wenn du denkst, du hast jetzt gerade den falschen Pinselstrich an der falschen Stelle gemacht. Nimm es als Herausforderung. Versuch es zu integrieren in dein Bild. Und mach dir bewusst, es gibt auch immer noch Deckweiß, wenn es gar nicht mehr geht. Aber nimm es als etwas an, was jetzt gerade wichtig ist. Vielleicht ist es auch gerade wichtig, diesen Kampf auszutragen mit dem Bild, dass du ihn dann nach und nach lösen kannst. Vielleicht in dem Bild, vielleicht in einem nächsten, aber es hat immer etwas mit dir zu tun, was passiert. Auch wenn es aus Versehen passiert, denn es gibt keine Zufälle und aus Versehen gibt es eigentlich meistens auch nicht. Denn es sind ja immer deine Gefühle, die dadurch in dir ausgelöst werden. Und es lohnt sich, die anzugucken, dorthin zu schauen. Tipp Nummer 9. Bleibe neugierig. Dieser Tipp hilft dir auch bei Tipp Nummer 8. Und zwar ist es total wichtig, mit einer offenen Haltung hineinzugehen in das Bild. Manchmal auch in die Beobachterperspektive zu wechseln. Manchmal einfach zu beobachten, was passiert auf dem Bild und sich einfach zu denken, wie interessant, was entsteht denn da? Anstatt sich zu denken, oh mein Gott, was habe ich da jetzt gemalt? Ist ein bisschen weiter weg von dir und so fällt es dir viel leichter, Abstand zu gewinnen und es nicht so auf dich zu beziehen. Denn das Thema Scham ist ein ganz großes in der Kunst. Ganz viele Menschen trauen sich gar nicht zu malen, weil sie Angst haben vor Bewertung weil sie Angst haben vor dem Scheitern, weil sie Angst haben, etwas nicht zu können. Und diese neugierige, offene Haltung, die hilft dir vielleicht, genau diese Gefühle loszulassen. Wenn du magst, kann ich es auch nochmal wieder aufs Leben beziehen. Stell dir vor, du bist auf einem Familiengeburtstag, einer Familienfeier, Geburtstag der Oma. Und du weißt, dass es ganz oft eskaliert, weil dort Menschen sind, mit denen du Schwierigkeiten hast in Interaktionen, die in dir vielleicht alte Muster auslösen, die du gar nicht mehr in dir eigentlich möchtest. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und stell dir vor, du gehst auf diesen Geburtstag, ohne diese Negativität im Hinterkopf oder in der Brust zu haben, sondern einfach wie eine Forscherin mit einer neugierigen, offenen Haltung, wie eine Menschenforscherin. Und du beobachtest einfach das Verhalten dieser Menschen und gleichzeitig auch in dir selber, was es in dir auslöst. Oh, spannend. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen wütend gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es macht einen großen Unterschied, aus einer Beobachterperspektive Sachen zu sehen, als würde es gerade wie in einem Film passieren. Und so kannst du es auch mit dem Malen machen, wie ich es gerade eben schon erklärt habe. So spannend, was passiert denn hier auf dem Blatt? Und gleichzeitig kann ein Malprozess ja auch immer eine total schöne Party sein.
Eine Party, auf der nur tolle Menschen sind. Und manchmal kann aus diesem Oma-Geburtstag auf deinem Bild sich auch diese wunderschöne Party entwickeln. Und das ist ja das Magische, das Tolle, das Schöne an so einem Prozess. Tipp Nummer 10. Schiebe Interpretationen erst einmal beiseite. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass es sein kann, dass während langsam etwas entsteht auf deinem Blatt, du schon ins Interpretieren kommst, du schon vielleicht Dinge siehst, du Figuren daraus erkennst. Du darfst dich leiten lassen von diesem Impuls, du darfst diese Figuren nach und nach herausarbeiten, aber halte dich nicht zu sehr an Interpretationen fest. Versuch das große Ganze im Blick zu behalten und immer wenn du merkst, dass es zu verstandesmäßig und zu verkrampft wird, dass du zu doll dieser Interpretation hinterherrennst, dann mach eine Pause. Dann schau mal, was es wirklich ist. Ist es wirklich das, was du jetzt gerade glaubst, dass es ist? Lohnt es sich, das daraus zu machen? Oder lohnt es sich, neugierig zu bleiben und offen zu bleiben und dich noch ein bisschen überraschen zu lassen, was wohl noch entstehen könnte, was wohl daraus werden könnte? Vielleicht wird es etwas völlig anderes im Nachhinein als das, was du gerade glaubst, was es ist. Weil manchmal sind wir auch viel zu ungeduldig und wollen viel zu schnell, dass es in eine bestimmte Richtung geht oder dass es eine bestimmte Sache wird. Irgendwie hat der Mensch wie so ein Verlangen danach, dass etwas, dass alles irgendwie zu einem Ganzen wird, dass alles etwas wird. Und manchmal lohnt es sich aber auch, erstmal noch ein bisschen offen zu bleiben. Spür mal in dich rein, was es wirklich ist. Ist es der Ehrgeiz oder ist es wirklich ein Impuls, der vom Herzen kommt? Ich hoffe, du findest diese Tipps hilfreich. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du für dich auch noch gerade durch meine Impulse weitere Tipps entwickelt hast, die weitere Tipps eingefallen sind, weitere Dinge, die dir helfen, die du bisher bei dir beobachtet hast beim Malen. Und wenn du diese Tipps hilfreich findest und wenn dir gefällt, was ich mache, dann lass mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da und schreib es auch gerne in die Kommentare. Und wenn du richtig cool bist, dann kannst du auch gerne dieses Video einfach mal teilen. Da unten, da gibt es auch so eine Funktion, da kann man Videos teilen. Einfach mal mit Menschen teilen, von denen du glaubst, dass diese Tipps für sie auch hilfreich sind oder dass sie sich spannend finden könnten oder generell spannend finden könnten, was ich mache. Ich freue mich von Herzen, dass du dabei bist und dass du bis hierhin mit zugeschaut hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sehen wir uns vielleicht auf Instagram oder Facebook oder auf meiner Internetseite oder im nächsten Art Soul Club und so weiter und so fort. Ich versuche jetzt mal zum Ende zu kommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Mach's gut und alles Liebe. Tschüss.